Hey Leute, Kev wieder am Start mit einem neuen Video von Emergency 4 und der Biberfeld-Modifikation. Gerade die Drehleiter hier am Einrücken, weil es mal wieder schief im Gerätehaus stand. Ja, da haben wir auch schon den ersten Rettungsdiensteinsatz hier im Video. Ist ja nichts Neues, aber ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Es wird momentan nur ein Rettungswagen benötigt. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine Türöffnung. Deswegen schätze ich mal, dass wir dann später nochmal einen Notarzt gebrauchen könnten. Aufgrund ja, der Länge der Türöffnung. Ich muss jetzt nur gucken, in welchem Gebäude. Ich schätze mal, es ist halt schwer zu sagen, in welchem Gebäude das ist, ne? Ich meine, ich kann mit der Kamera zwar reingehen. Ah, alles klar. Es ist das Richtige. Sehr schön. Wenn nicht, müssen wir hier nochmal das Elf rausfahren von der Freiwilligen Feuerwehr. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Sehr schön. Kann direkt so schnell geparkt werden hier. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Ja? Gut. Rucksack ausrüsten. Trage ausrüsten. Und dann gehen wir mal klingeln hier an der Haustür. Ich hab's geahnt. Leute, ihr habt's eben gesehen, ne? Da war noch eine Person im Gebäude. Fahrzeug 34. Na super. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Dass wir das nicht alarmieren können. Gut, dann fährt der Rüstwagen nochmal raus. 16. Zu wenig Personal in der Freiwilligen Feuerwehr. Deswegen müssen wir die Berufsfeuer mit dem Rüstwagen rausschicken. Ja, wie gesagt, also eben war da noch eine Person drin. Also die verletzte Person und ja, noch jemand. Also der hätte ja theoretisch eigentlich die Tür öffnen können. Deswegen verstehe ich leider nicht, warum die Tür zu ist. Wenn man es jetzt ganz realistisch nimmt. Egal, Einsatz für den Rüstwagen. Hier schön über die Kreuzung fahren. Fahrzeug 16. So, stellen wir den da mal hin. Das ist auch relativ egal, wo wir den hinstellen. Fahrzeug 16. Fahrzeug 16. So, ja. Dann brauchen wir einmal das Ziehfix. Schauen wir mal, ob das was bringt. Zur Not werden wir direkt mal die Axt rausholen, falls wir die Tür gewaltsam öffnen müssen. Was gibt's? Bin unterwegs. Hier steht der Koffer, kann man sogar lesen. Türöffnung. Sehr schön. Ziehfix. Ja. Konnte erfolgreich angewendet werden. Person kann jetzt behandelt werden und ich habe es genau so gesagt, Leute. Wir brauchen jetzt einen Notarzt. 23. Das heißt, Notarzt wird hier auch nochmal an der Einsatzstelle eintreffen. Da haben wir hier gleich wieder ein richtiges Aufgebot. Wegen einer Türöffnung. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Gut, dann spulen wir das mal ein bisschen vor, würde ich sagen. Dann kann der Rüstwagen ja auch erstmal wieder eindrücken. Ah, nur das ist aber auch relativ schnell vor Ort. Ja? Ja, mittlerweile habe ich meine defekte Version 1.2 mal ersetzt durch die aktuelle Version 1.2. Jetzt dürfte die Performance noch viel, viel besser laufen als vorher. Höre. Gut, spulen wir mal ein bisschen vor, damit wir hier nicht allzu viel Zeit haben wegen einem Einsatz. Ist ja auch natürlich ein bisschen doof, wenn das hier wegen einem Einsatz so lange dauert. Bis jetzt ist noch kein zweiter reingekommen, deswegen. Mhm.
Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Fahrzeug kehrt zurück zur Basis. So, dann kann das Krankenhaus direkt angefahren werden. Aufgrund Notarztbegleitung würde ich sagen, fahren wir mal mit Blaulicht. Ist wohl doch ein ziemlicher 23. schwerer Einsatz gewesen, sodass die Anfahrt ins Krankenhaus mit Sonderrechten stattfindet. Beziehungsweise eine schwere Verletzung, meine ich, sorry. So, jetzt trennen sich hier die Wege. Der Notarzt fährt hier ran. Und der RTW hinten. Genau, somit hätten wir den Einsatz eigentlich auch schon abgeschlossen. Somit hätten wir die erste Einsatzstufe erfolgreich abgearbeitet. Schauen, was uns diesmal so erwartet. Ja, ein bisschen komisch, ne? Ich wollte das 11 alarmieren, aber nicht genügend Personal. Also man hätte es ja trotzdem alarmieren können, finde ich. Aber naja, was soll's. Genau, das ist ja auch das aktuelle Problem bei einigen Feuerwehren, dass sie einfach zu wenig, ja, Leute haben. Dementsprechend, Leute, ich kann euch echt nur sagen, geht auf jeden Fall zur Feuerwehr. Gerade wenn ihr euch auch hier interessiert dafür. Lieber Mitglied werden, anstatt zu gaffen. Also nicht, dass ich jetzt, hier Leute als Gaffer bezeichnen möchte, auf keinen Fall. Da fährt die Berufsfeuerwehr raus mit einem RTW. Fahrzeug 28. Dort wird auch ein Notarzt benötigt, den von der Berufsfeuerwehr kann ich leider nicht alarmieren. Der ist mit, ab 8 Uhr alarmierbar, glaube ich. Da muss wieder einer von außerhalb kommen. Also ich war der Meinung, ja. Fahrzeug 28. So, sehr schön. RTW eingetroffen. Ja, ich glaube, hier hatte ich schon den einen oder anderen Verkehrsunfall. Fahrzeug 28. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, auch nicht schlecht. Ja, wir müssen sowieso auf den Notarzt Fahrzeug warten. 28. Höre. Von daher. Los geht's. Ja, ich weiß. Randale haben wir noch reingekriegt. Polizei haben wir ja hier. Die kann direkt rausfahren. In dem letzten Video wurde ja auch gesagt, dass ich ein bisschen schneller alarmieren soll. Das machen wir in dem Fall auch. Da die Performance jetzt relativ gut bei mir läuft. Ja. Da ich eigentlich mal die 1.2 ausgetauscht habe. Höre. Okay. Immer noch die Weihnachtsmütze, obwohl ich... Wird gemacht. Okay, kann ich nicht nachvollziehen. Polizei schon vorbeigefahren. Was geht? So, Person hat sich ergeben. Sehr schön. Trotzdem brauchen wir dann hier noch einen Rettungswagen. Den können wir direkt von der BF alarmieren. Fahrzeug 32. Ja, ja. Drei. So, dann kann der nämlich schon mal weg. Wie sieht's mit der Person aus? Der Bauarbeiter hier vom Bauhof wird noch behandelt. Zweiter RTW auf dem Weg zur Einsatzstelle. Fahrzeug 32. Fahrzeug 32. Was gibt's? Ich glaube, jetzt kann ich gar nicht mehr das TLF alarmieren. Falls wir jetzt noch einen Brand reinkriegen, wird es ein bisschen, ja, ist in Arbeit, knifflig. Dann müssen wir irgendwo von der Freiwilligenfeuerwehr noch ein TLF alarmieren, falls wir eins benötigen. So, wie sieht's hier aus? Höre. Hier ist die Person auch so gut wie abtransportfähig. Gut, die ist jetzt auch schon ist fertig. Dann Arbeit. Können wir den RTW direkt ins Krankenhaus schicken.
Fahrzeug 32. Fahrzeug 32. Bin unterwegs. Fahrzeug 32. Krankenhaus wird angefahren. Zwei RTWs erstmal nicht einsatzbereit aufgrund... Was gibt's? Wird ausgeführt. Ja? Der Folgeeinsätze. Bin unterwegs. So. Fahrzeug 28. Voranmeldung Intensivbett habe ich geklickt. Habe ich geklickt. So. Jetzt kann der Notarzt genau auch mit Blaulicht fahren. Fahren sie auch ein bisschen schneller, habe ich den anderen auch nochmal mit so einer Rechten losgeschickt. Jetzt wäre das nie was geworden. So, zwei Einsätze abgeschlossen, nacheinander, direkt, sehr schön. Bis jetzt alles, ja, Rettungsdiensteinsätze, beziehungsweise ein Polizeieinsatz dazwischen. Und da direkt wieder ein hinterher. Notarzt ist direkt wieder einsatzbereit. Bin unterwegs. So, wo haben wir den? An der Kreuzung. Gut, wird wahrscheinlich irgendwas haben. Notarzt, RTW. RTW wird wahrscheinlich als erstes eintreffen. So. Warmlenker kann ruhig anlassen. Blaulicht lassen wir in dem Fall auch an, gerade hier an der Kreuzung. Ist in Arbeit. War klar, ey, dass das Auto hier genau im Weg steht. Wir haben noch einen PKW-Brand reingekriegt auf der Hauptstraße. Das ist jetzt hier die Straßenbahn, die brennt, ja. Da kann gleich mal die BF raus. TLF ist ja zum Beispiel jetzt nicht alarmierbar. Fahrzeug 38 hört. Löschzug auf dem Weg zur Einsatzstelle. Okay, wir haben auf jeden Fall Zeit. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Dürfen eigentlich von hier kommen. Das Fahrzeug hier direkt hinterstellen. Drehleiter parken wir direkt daneben. Wir haben ja noch ein wenig Zeit, glaube ich. Gewalttäter haben wir auch mittlerweile wieder am Start. Das sind also meine Lieblingseinsätze, die ich überhaupt nicht mag. Auch hier Polizei auf Anfahrt. Fahrzeug 48 hört. Fahrzeug 48 hört. Was gibt's? Wen unterwegs? Drei.
unterwegs. Was geht, bestätige. Auf dem Weg. Bestätige. Schon unterwegs. So, Person musste erschossen werden, hat sich leider nicht ergeben. Haben wir direkt den nächsten Rettungsdiensteinsatz. Der RTW ist gerade erst wiedergekommen, muss direkt wieder raus. Zweiter HLF kann direkt auch besetzt werden, aufgrund der Imbisswagen, der hier gerade vor sich hin brennt. November. Dann braucht man noch eine Polizei, die die Tram abschleppen lässt. November. Na gut, das Pferd hätten wir jetzt, glaube ich, auch wieder alarmieren können. Bin unterwegs. Führe. Fahrzeug 2. Auf dem Weg. Führe. Wird gemacht. So, Person kann auch direkt behandelt werden. Würde ich sagen, kann der EW auch erstmal wieder einrücken. Hört. Drehleiter ebenfalls. Fahrzeug 45 hört. Fahrzeug 48 hört. Fahrzeug 2. Was ist jetzt hier genau der Fehler? Warum fährt er hier wieder kreuz und quer? Können wir den nicht einfach hier irgendwo hinstellen? Es war wieder so klar, dass es hier wieder so buggy wird. Was gibt's? Gut, dann kann... Wir können ja theoretisch auch schon erst die Person, dann kann das HLF da auch parken. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Ja, bestätige. Bin unterwegs. 3. Warte mal, wir können ja auch erstmal hier einen Abschlepper rufen. Abschlepper auf dem Weg. Sehr schön. Notarztbegleitung wird auch noch benötigt. Ah, komm. Müssen wir extra nochmal... Alter, was ist denn hier schon wieder los, ey? Das ist halt immer kacke, wenn die ganzen Sachen am Rand der Karte sind. Fahrzeug 2. Ja, wird umgehend durchgeführt. Ja, bin unterwegs. Hätte ja klappen können, sonst hätte ich die Notarzt nämlich jetzt zur Einsatzstelle geschickt. November, schon unterwegs. Höre, bin unterwegs. So, auch hier ein Abschlepper auf dem Weg zur Einsatzstelle. Hier brauchen wir noch einen Notarzt. Der Imbissbudenbrand ist jetzt hier auch unter Kontrolle. Abschlepper ist hier auch auf dem Weg. Wir alarmieren einfach mal einen von außerhalb, damit wir hier Biberfelde nicht komplett auslasten. Ich meine, der von der BF ist ja wirklich nur ab 8 Uhr alarmierbar, ne? Fahrzeug 24. Ja, zwischen 8 und 18 Uhr. Dann können wir hier... Fahrzeug 48 hört. Erstmal wieder alles abkoppeln. Kein Problem. Können erstmal das Fahrzeug wieder befüllen. Ja. Ist das nämlich auch gleich wieder für den nächsten Einsatz befüllt. Ja, umgehend durchgeführt. November. November. Fahrzeug 48 hört. Höre. Bestätige. Ja. Fahrzeug 48 hört. Ja, keine großartige Folge, nichts Großartiges passiert, paar Rettungsdiensteinsätze. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Lassen wir noch mal ein bisschen laufen hier, das Video. Fahrzeug 48 hört.
So, Halef ist auch wieder auf dem Weg. Da kommt das NEF. Fahrzeug 2. Ja. Wird ausgeführt. Fahrzeug 2. Schwerer Verkehrsunfall auf Fahrzeug der Autobahn. Zwei. Kann das Oha. Großeinsatz hier, alter Falter. Auf dem Weg. Wo ist das andere HLF? Das hatten wir ja gerade an der Einsatzstelle. Das kann direkt mit zur Einsatzstelle fahren, dann sind die nämlich direkt an der ersten, beziehungsweise die unterwegs. Ersten Einsatzkräfte direkt vor Ort. Fahrzeug 22, Fahrzeug 31. Na komm, wir brauchen auf jeden Fall den Rüstwagen. Fahrzeug 16. Fahrzeug 50, hört. Fahrzeug 22, Fahrzeug 31, Fahrzeug 6. Dann brauchen wir die Autobahnpolizei nochmal, die hier den Verkehr regeln wird. Wo habe ich die hinpositioniert? Hier. Christoph 31 wird direkt mit alarmiert. Wo können wir den denn am besten hinfliegen lassen? Weil wir werden ja hier von hier anfahren werden wahrscheinlich. Werden wir den mal hier hinten landen lassen. So, sehr schön. Fahrzeug 50 hört. Ja, haben wir doch mal wenigstens noch einen schönen Abschluss Einsatz hier. Fahrzeug 3. Diesmal hoffe ich, dass ich den Einsatz auch einigermaßen gut ja, abarbeiten kann. Dann ist der Einsatz auch schon mal abgeschlossen. Sehr schön. Wir können also quasi nur von der Seite anfahren. Fahrzeug 2. Auf dem Weg. Fahrzeug 16. Bin unterwegs. Fahrzeug 2. Ja. So, kann das Heide schon mal dahin. Wir werden uns hier erstmal ein Bild von der ganzen Situation machen müssen. Fahrzeug 31. Der Rüstwagen soll mal so schnell wie es geht runter, damit wir die Person aus den Fahrzeugen befreien können. Auf dem Weg. So, einmal bitte so schnell wie es geht hier Spreizer. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 2. Ja. Auch hier direkt eine Schere Spreizer ausrüsten. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Jawohl. Zweite Fahrzeug wird sich mit Schnellangriff ausrüsten, damit wir hier eventuell. Wir müssen die Autobahn unbedingt sperren. 5. Ah, wieder falsch geklickt. So, Autobahn wird gesperrt. Vollsperrung der Autobahn. Christoph 31 ist jetzt auch eingetroffen. Fahrzeug schon unterwegs. Ja. Los geht's. Kann man die Person hier direkt behandeln? Der Rettungswagen kommt auch mal direkt runter. Schon unterwegs. Autobahnpolizei jetzt auch vor Ort. Fahrzeug 31. Auf dem Weg. Was gibt's? Oha, ey, das ist hier wieder ein Einsatz. Kurz vor Schluss haben wir hier noch einen richtig schönen. Die Person muss da behandelt werden. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr bewegen.
Keine Chance. Ich hatte keine Chance, ey. Ich hab die da so schnell rausgeschnitten, wie es nur ging. Wir werden vorsorglich nochmal den Abrollbehälter Bindemittel alarmieren. Sieht nach einer richtig heftigen Dieselspur aus. Fahrzeug 8. Fahrzeug 48 hört. Alter, ich hab doch die Autobahn zugemacht. Schon unterwegs. Haben wir hier noch eine verletzte Person? Ja. Doch nicht, ne? Oder haben wir hier noch eine drin? Nee. Wir haben bis jetzt nur zwei verletzte Personen. Die werden bereits behandelt. Für die eine Person kam jede Hilfe zu spät. Fahrzeug 3. Leichte Verkehrsbehinderung hier. So, danke nochmal an die Community, die mir gesagt hat, dass einer da im Auto bleiben muss. Bezüglich der Warntafel. Ja? Person wird behandelt. Einmal bitte an die nächste Person gehen. Ich meine, wir waren auch relativ schnell mit einem Rettungshubschrauber da. Was macht das Auto denn schon wieder hier? Das schon wieder sehr, ne? Fahrzeug 31. Fahrzeug 8. Der Behälter wird direkt aufgesattelt. Wie gesagt, sieht nach einer relativ großen Ölspur aus. So, Warntafel funktioniert noch. Die verletzte Person, das heißt, der Rettungshubschrauber wird sich jetzt erstmal. Gut, die Propeller sind jetzt auch weg vom Hubschrauber. Wahrscheinlich irgendwie an der Grafik oder so, keine Ahnung. Was gibt's? Wir haben doch einen Beamten gerade aus dem Dings geholt, ne? Was gibt's? Schon unterwegs. Dann werden wir den mal kurz kontrollieren. Das heißt, Bestatter wurde informiert. Sehr gut. Der Abrollbehälter Bindemittel ist auch auf dem Weg zur Einsatzstelle. Fahrzeug 8. Auf dem Weg. Höre, bin unterwegs. 26. Ja, ziemlicher Großeinsatz hier an der Autobahn. Einsatz abgebrochen, macht nichts, Leute. Wir sind hier noch mitten in der Einsatzphase. Ich meine, so schnell geht das jetzt nun auch wieder nicht. Das kann doch nicht sein, es ärgert mich, ey. Schon wieder fehlgeschlagen, ey. Kommt er jetzt über die andere Autobahn?
Komm, das könnt ihr euch gleich abgewöhnen. Wir fahren hier direkt hier rum. Fahrzeug 8. Schon unterwegs. Fahrzeug 48 hört. Es ist schon wieder alles hier Fahrzeug total buggy, 8. Ne? Ey. Bin unterwegs. Jetzt kommt dann da nicht durch, weil der Verkehr hier durchgeht. Ey, es ist so geil. Ja, mein, kommt da jetzt durch. Bin unterwegs. Der Bestatter ist wenigstens vernünftig rübergekommen. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Fahrzeug 8. Nee, es regt mich einfach schon wieder auf, dass ich hier die ganzen Fahrzeuge hin und her schieben muss, damit die überhaupt am Einsatzort ankommen. Immerhin fährt er jetzt rückwärts rein, so wollte ich es nämlich ursprünglich auch haben. Auf dem Weg. Das wird nichts, ne? Die drehen auch nicht um die Autos. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Fahrzeug 8. So eine Person haben wir ja bis. Wo ist denn, genau, stimmt, der Bestatter. Der muss natürlich auch noch hier eintreffen. Bin unterwegs. Ja. Auf dem Weg. Der hat noch einen Schnellangriff in der Hand. Ja. Bin unterwegs. Höre. Ist in Arbeit. Höre. Okay, es ist jetzt doch nicht so eine große Ölspur, wie ich dachte. Ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Whisky. Whisky. Was gibt's? Ja. Noch ein Besen hat auch der Behälter, sehr schön. Höre. Oh, nicht ablegen. Na super. Jetzt hat er den abgelegt, den wollte ich gar nicht ablegen. Bestatter ja. Kann übrigens ins Auto. Bin unterwegs. Ja. Da müssen wir ja noch einen Abschlepper alarmieren. Kommt ja auch noch dazu. Höre. Schon unterwegs. Thank you.
Gut, Ölspur haben wir beseitigt. Dann kann das Fahrzeug... Fahrzeug 2. Erstmal einrücken, würde ich sagen. Der RTW wird ja auch nicht mehr benötigt. Fahrzeug 31. Na gut, ich wollte ja eigentlich noch den Stellangriff aufbauen. Fahrzeug 6. Fahrzeug 2. Was geht, wird umgehen. Fahrzeug 2. Rennt jetzt hier einer noch komplett durch die Karte, oder wie? Fahrzeug 8. Ah ne, da sind sie doch. Sehr schön. Fahrzeug 6. Auf dem Weg. Fahrzeug 6. Ach, warte mal. Habe ich jetzt falsch den Gruppenführer gehabt, oder? Fahrzeug 50 hört. Fahrzeug 2. Müssen wir mal kurz gucken. Ja. Mitgemacht. Fahrzeug 2. Der Kollege gehörte nämlich zum HLF. Jetzt müssen wir uns aber hier erstmal um die Fahrzeuge kümmern, damit die hier von der Autobahn kommen. Abschlepper alarmiert. Was gibt's? Auf dem Weg. Abschlepper alarmiert. Höre. Was gibt's? Fahrzeug 6. Fahrer muss dann wahrscheinlich nochmal mit der Kehrmaschine gereinigt werden. Der Bestatter ist immer noch hier. Jetzt fährt er weg. Jetzt werden wieder einige sagen, es war unnötig, den Abrollbehälter zu alarmieren. Ja, das ist halt Ansichtssache, Leute. Ich bin kein Gruppenführer, kein Einsatzleiter. Da kann ich das jetzt auch nicht beurteilen, aber ich fand es eigentlich ganz okay. Oh ey, der fährt wieder komplett falsch, ey. Müssen wir alles wieder navigieren hier auf der Autobahn. Lass mal gucken, wo der andere Abschlepper ist. Nicht, dass das gleiche nochmal passiert. Da kommt der nächste, den werden wir direkt auch hier hinfahren lassen. Bin unterwegs. Fahrzeug 50 hört. Fahrzeug 50 hört. Ja, ich hätte auch oben den Bereitstellungsraum lassen können. Mal bitte dahin fahren, danke. Fahrzeug 50 hört. Da kommt das andere, das fährt jetzt zur Wache. Wie sieht's denn hier mit der Polizei aus? Ist hier noch einer? Weil ich habe da auch noch ein Abschleppfahrzeug, was benötigt wird. Mittlerweile wurde der Hänger wieder neu gekauft von der Firma Herz. Und nicht schlecht, der war ja angesteckt worden, beziehungsweise angeschossen, und dann ist er explodiert. Mensch, Abschlepper, wo bleibt ihr denn, ey? Es dauert immer Jahre, bis die eintreffen. Gerade auf der Autobahn wissen sie nie, wo sie langfahren sollen. Und sie hier gleich den abschleppen, damit der hier weg ist. Unterwegs. Der Bestatter fährt hier auch noch kreuz und quer rum. So, bin ich gespannt, ob er den abgeschleppt kriegt hier, weil der Rüstwagen ja auch relativ davor steht. Wir versuchen es mal. Will er nicht. Wir machen es mal so. Dann backen wir den mal so ein bisschen rum.
Sollte eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir den Rüstwagen halt eben entsprechend nochmal umparken. Bin unterwegs. Man weiß nicht nur, man muss nur wissen, wie es geht, dann funktioniert das auch. Da ist der nächste Abschlepper. Ich weiß jetzt nicht, wo der hin will. Der kann aber direkt wieder zurückfahren. Fahrzeug 50 hört. Können einfach erstmal Platz machen hier, damit er. Damit die hier auch vernünftig arbeiten können. Ja, auf dem Weg. Fahrzeug 16. Stellen wir den Rüstwagen halt hier erstmal hin. Dann haben es die Abschlepper mal wenigstens ein bisschen einfacher. Auf dem Weg. Wo fährt der denn lang hier? Der Bestatter, der dreht hier die ganze Zeit auf der Autobahn seine Runden. Auf dem Weg. Fährt er einfach jetzt mal da hoch und gut ist. Gucken, ob er es jetzt rafft. So ein geiler Einsatz und wieder durch das Spiel so kaputt gemacht. Na, wenigstens fährt er da hoch. Ich hoffe, von da aus findet er den Weg alleine. So, das HLF kann auch wieder einrücken. Ich habe ehrlich gesagt mit einem größeren Verkehrsunfall gerechnet. Deswegen habe ich da auch dementsprechend ein bisschen mehr alarmiert. Also ich habe letztens bei mir, wir hatten nämlich auch einen Einsatz und da kam die Polizei auch und da sind die auch mit so einem neuen Elektro-Funkstreifenwagen gekommen. Ist jetzt kein Elektro, aber mit neuester Technik natürlich und der sieht natürlich schon echt gut aus, ne? Also bei allem Respekt, aber der Streifenwagen in Realität sieht schon echt heftig aus, weil er komplett auch ja von den Farben her richtig leuchtet. Da war ich schon echt ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen, weil der echt gut aussieht. Also in Wirklichkeit. Achso, wir sind ja jetzt hier fertig, ne? Dann können wir hier die Pylonen wieder einbauen. Ja, der hat sich jetzt hier auch festgesetzt, ne? Ist auch natürlich wieder so ein Bug. Ach, jetzt fahren sie weiter, oder was? Das gibt's doch nicht, ey. Ich habe die Autobahn noch zugemacht. Natürlich doof, dass wir jetzt hier genau direkt stehen. Deswegen fahren wir mit dem Streifenwagen direkt wieder zurück. Abschlepper ist alarmiert. Rüstwagen rein. Fahrzeug 50. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal so mit dem Video. ERW wird auch wieder eingebaut. Dann würde ich sagen, von hier aus mache ich jetzt einfach mal einen zweiten Teil und dann schauen wir mal, was uns dann noch so erwartet. Wird umgehend durchgeführt. Whisky. Und ja. Ja, schon unterwegs. Fahrzeug 50 hört. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal so mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus. Macht's gut, haut rein, euer Kev.